Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja mal, anderen Video, beziehungsweise einem Video der etwas anderen Art. Sowas habe ich ja bisher noch nicht ganz so häufig gemacht. Und ja, worum geht's? Ihr seht's ja schon, es geht um Witcher 3. Und zwar, während ich mich um die letzte Kurzgeschichte gekümmert habe, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mir beim vorherigen Spielen in meinen 500 Stunden, die ich dieses Spiel bereits gespielt habe, noch nie aufgefallen oder einfach noch nie in den Sinn gekommen waren. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn du das jetzt eh schon mal entdeckt hast, dann kann man das ja vielleicht mal auch direkt zeigen. Ich meine, klar, das Spiel ist inzwischen schon mehrere Jahre, also 4 Jahre alt, aber wer weiß, vielleicht geht es ja vielen Leuten wie mir, die diese Sachen einfach nie ausprobiert haben, weil es ihnen nie in den Sinn gekommen wäre. Und ja, wir beginnen als erstes mal mit einer Geschichte, auf die ich gekommen bin, nachdem ich ja Lofoten in der Ciri-Version gesehen habe. Da war mir aufgefallen, dass Lofoten oder dass CD Projekt Red Lofoten ja tatsächlich noch oder zweimal designt hat. Einmal für die Ciri-Version, bei der es unzerstört ist, und einmal natürlich für die Geralt-Version, der später kommt, nachdem die wilde Jagd drüber gezogen ist, in welchem da überall Schnee ist und in welcher, ja, das ganze Dorf mehr oder minder zerstört wurde. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht gibt es ja auch etwas ganz Besonderes, wenn man, bevor man zur Taverne am Scheideweg geht, nach Heidfelde kommt, weil das ist mir bisher nie in den Sinn gekommen, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat aus einer Charaktersicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Normalerweise gehe ich halt immer zuerst in der Taverne am Scheideweg, weil man sich da mit Hendrik treffen muss, aber was, wenn man ja die Taverne ignoriert, ein bisschen erkundet und dabei zufällig nach Heidfelde kommt? Ehrlich gesagt, ich hatte nicht viele Ideen, was hätte sein können, und ich hatte vor allem nicht erwartet, dass man da einen lebendigen Hendrik trifft oder so, das würde ja die Geschichte kaputt machen, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren und ja. Wie sich herausstellt, ist nichts wirklich anders. Ja, Heidfelde ist trotzdem zerstört, die wilde Jagd ist... Heidfelde ist schon zerstört, die wilde Jagd ist schon drüber hergezogen und Hendrik ist auch bereits tot, auch wenn man nicht in die Taverne am Scheideweg gegangen ist. Ja, jetzt könntet ihr sagen, ist ja ein langweiliges Video, das hat ja jetzt nicht viel gebracht. Aber ein paar Sachen gab es nämlich noch. Zum Beispiel ist mir in der im Questlog dann aufgefallen, dass, ja, die Nebenquest oder die Zwischenquest, dass man mit dem Wirt in der Taverne am Scheideweg reden soll, dass die natürlich nicht erfüllt worden ist. Ich finde es übrigens ganz lustig, dass hier nur angezeigt wird, dass ich nicht mit ihm zu Ende geredet habe, obwohl ich nie da war. Aber es ist tatsächlich ganz interessant, dass ich die ganze Geschichte rund um die Taverne am Scheideweg übersprungen habe, weil das hat ein paar Konsequenzen. Tatsächlich. Die erste Konsequenz ist eher ein bisschen witziger Natur, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und zwar, normalerweise, wenn ihr das erste Mal zur Taverne am Scheideweg kommt, bringen sich die Dorfbewohner dort ja so ein bisschen in Sicherheit, weil die Männer des Barons gleich ankommen. Und unter anderem wird dabei auch ein Schwein versteckt. Wenn man, ja, die ganze Sache überspringt, darf das Schwein weiter draußen leben. Es ergibt nicht viel Sinn, weil die Männer des Barons ja eigentlich trotzdem kommen, aber es ist ganz schön, dass das Schwein weiter seine Freiheit genießen kann, wie ich finde. Eine andere Sache, die mir dann tatsächlich aber noch in den Sinn gekommen war, was durchaus interessant hätte sein können, ist, wie die Männer des Barons reagieren, wenn man dann, ja, die Quest weiterspinnt und zum Baron geht. Denn für alle, die es interessiert oder die es vielleicht nicht wissen, je nachdem, wie man sich in der Taverne am Scheideweg verhält, ändern die Männer des Barons ihr Verhalten, ja, bei der Burg. Verhält man sich relativ ruhig, in Anführungsstrichen, und macht vielleicht nur ein paar Drohungen, aber wird nicht gewalttätig, dann, ja, werden die Männer des Barons, sobald man in der Burg ankommt, einen relativ einfach reinlassen, ohne weitere Vorkommnisse. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da, ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Wenn man aber hingegen den gewalttätigen Weg wählt, dann
Ja, schlachtet man nicht nur die Männer des Barons ab, sondern wenn man dann zur Burg des Barons kommt, dann fliehen zunächst einmal die ganzen Dorfbewohner vor allem, weil sie Angst vor, ja, vor dem Hexer haben, der die Männer des Barons abgeschlachtet hat. Und man wird dann natürlich nicht so einfach hineingelassen. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Kleiner Funfact hier, was mir aufgefallen ist. Dieser Typ hier und auch dieser Typ hier drüben, das sind beides Typen, die man eigentlich bei der Taverne am Scheideweg abschlachtet. Ich weiß nicht, ob die beiden einen Bruder haben oder ob das einfach nicht bedacht ist an der Stelle. Aber ja, die Typen tauchen beide in der Taverne auf, man schlachtet sie ab und dann tauchen sie beide wieder hier auf. Ja, vielleicht auch nicht ganz das Logischste. Auf jeden Fall, um dann in den, ja, zum Baron zu kommen, muss man ja dann mit diesem alten Mann reden. Und der erzählt einem von einem geheimen Eingang unter, ja, für den man ein bisschen schwimmen und tauchen muss. Und dann kommt man quasi unterirdisch zum Baron. So, jetzt ist es ja aber so gewesen, ich habe die Taverne am Scheideweg übersprungen. Was passiert denn jetzt? Die Männer des Barons können ja weder positiv noch negativ auf mich reagieren. Ja, und wie es so schön ist, CD Projekt Red hat dafür tatsächlich eine kleine, wenn auch keine riesige Option eingebaut. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Kann ich jetzt rein oder nicht? Solche wie du dürfen hier nicht durch. Wir müssten uns doch irgendwie einigen können. Na gut, rein mit dir. Aber wenn du Ärger machst, schnappen wir dich schneller, als du Nilfgaardische Vendetta sagen kannst. Öffnet das Tor! Feldwebel! Adal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Ja, wie gesagt, ich denke, es ist jetzt keine riesige Option, aber ich finde es schön, dass da eben trotz alledem dran gedacht wurde. So, und jetzt wollte ich euch nicht nur mit diesen paar kleinen Details hier in dem Video abspeisen. Während meiner Recherche oder während meiner Vorbereitung für die letzte Kurzgeschichte musste ich natürlich auch die ganze Quest rund um den Garten der Freya in Lofoten nochmal spielen, bei der man den Feigling suchen muss, damit man von dem erfährt, was mit Ciri passiert ist, während die auf Lofoten war. Und dabei ist mir auch ein ganz kleines Detail aufgefallen, das mir in den, wie gesagt, 500 Stunden noch nicht einmal in den Sinn kam. Während man nämlich nach dem Feigling sucht, ja, sieht man eine Leiche rumliegen und da passiert das Folgende. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. So, wie gesagt, in meiner ganzen Spielzeit habe ich noch nicht einmal gedacht, Mensch, du könntest ja mal zu Yennefer gehen tatsächlich und mit ihr reden. Aber diesmal habe ich mir gedacht, hey komm, machst es doch einfach mal. Und siehe da, es gibt nicht nur einen Dialog zu der Leiche, sondern es gibt tatsächlich auch noch ein paar weitere Dialogoptionen. Wobei die anderen beiden kann man wahrscheinlich immer mit ihr besprechen, wenn man sie anspricht, sobald man sich auf die Suche nach dem Feigling gemacht hat. Aber ja, wir gehen die mal durch. Als erstes natürlich die Option zur Leiche selbst. Ich habe eine Leiche gefunden, aber nicht die vom Feigling. Und warum glaubst du, dass mich das interessiert? Weil sie keine Bissspuren aufweist. Findest du das nicht seltsam? Die serikanische Küche, Rittersporns Ruhm und Schnabelschuhe finde ich auch seltsam. Und trotzdem diskutiere ich nicht darüber. Lass mich zwischen den Zeilen lesen. Meinst du, ich verschwende deine Zeit? Ich finde, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was gerade am wichtigsten ist. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Hintergrundinformationen über den Garten. Was weißt du über diesen Garten? Lass mich nachdenken. Er ist total verwildert. Ich dachte eher an seine Geschichte. Es heißt, Freya selbst habe ihn gepflanzt. Als die Welt noch jung war, zog die Göttin über die skellige Inseln und säte Samen zwischen die Felsen. Aber die Schlange Ouroboros biss ein Loch in ihren Korb. Alle Samen rieselten heraus und landeten hier. Darum ist dieser Garten so üppig, während die Inseln sonst karg sind. Glaubst du das? Meinst du das ernst? Natürlich nicht. Das Mikroklima ist günstig für Pflanzen. Das ist alles.
Und zu guter Letzt meine Lieblingsdialogoption bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist so ein bisschen was ja diese Beziehung zwischen Geralt und Yennefer nochmal ganz schön zeigt. Und ich find's einfach toll, dass CD Projekt Red auch sowas eingebaut hat. Hier, die letzte Dialogoption. Verwandelt in einen Werwolf. Was für ein Hundeleben. Tja, sind nicht alle jungen Leute Wölfe im Schafspelz? Dann hat der Fluch ihn an diesen Garten gebunden. Hier liegt doch der Hund begraben. Einen Wolf gefeiert hat er sich hier bestimmt nicht. Wer will schon mit den Wölfen heulen? Geralt, das reicht jetzt. Na schön. Obwohl ich noch ein paar gute gehabt hätte. Bestimmt. Sagen wir, du hast gewonnen. Ja, und das war's dann jetzt aber tatsächlich mit dem Video. Ich hoffe, es war vielleicht das ein oder andere Detail, das ihr noch nicht entdeckt habt. Wie gesagt, ein paar von den Details waren ja auch ein bisschen lustig, einfach nur, wo man vielleicht auch ein bisschen merkt, dass nicht 100%, dass nicht alles 100% Sinn ergeben hat. Aber trotzdem, ich hoffe, es war für euch ganz interessant. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch im Generellen mehr von diesen Videos interessieren würden, weil, ja, während ich die Kurzgeschichten immer vorbereite, kann es natürlich auch mal passieren, dass ich einfach mal, ja, mal so aus Spaß ein bisschen rumerkunde und mal schaue, was man dann so im Generellen noch machen kann. Also, wenn euch sowas im Generellen interessieren würde, könnte ich das ja weitermachen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen den Tag versüßt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!